Für die ÖVP sind nicht nur Gelder in den Wahlkampf geflossen, sondern auch viele junge Leute unentgeltlich marschiert, um ihrer Partei zum Sieg zu verhelfen. Die Spitzenpolitiker waren auch selbst unterwegs, um mit den Wählern persönlich ins Gespräch zu kommen. Die Ergebnisse der Gespräche sind einfach die, dass die Leute sagen, macht so weiter, die ÖVP geht einen guten Kurs, wir wünschen denen, dass wir das auch fortgesetzt bekommen. Und schaut's ja dazu, dass ihr diese Ideen, die ihr in den Wahlkampf getragen habt, auch wirklich in die Umsetzung bringt. Die Prognosen zeigten ein Kopf-an-Kopf-Rennen der großen Parteien an. Deshalb wurde am Schluss noch einmal alles mobilisiert. Es geht auf Knopf und Spitz und es geht für uns wirklich darum, dass wir diesen Weg auch wirklich fortsetzen können. Ein Weg, der für eine Geradlinigkeit steht, der dafür steht, dass wir uns um die zentralen Sorgen kümmern, wie Pflege, dass wir uns darum kümmern, dass die kleinen und mittleren Einkommen wirklich auch deutlich entlastet werden, dass wir einen Weg finden, der keine neuen Schulden geht, keine neuen Schulden verursacht, dass wir einen Weg gehen, der die österreichische Identität schützt, der auch den Umweltschutz und gerade aus Niederösterreich, man kann das immer wieder betonen, das Klimabündnis, das haben wir vor 20 Jahren in ganz besonderer Art und Weise vorangebracht. Das hat aber die Balance gebracht und die Eigenverantwortung den Menschen zurückgegeben, dass dieser Weg fortgesetzt werden kann. Was das Klima betrifft, hat der Weg sicher erst begonnen. Jeder Erfolg entsteht aus vielen kleinen Schritten aller Mitwirkenden. Ich bedanke mich bei unseren Funktionärinnen und Funktionären. Also was ich in der letzten Zeit an Motivation erlebt habe, das war beispielgebend. Ich möchte mich bei den Damen und Herren hinter mir bedanken. Die stehen stellvertretend für die vielen Konvois in dieser Zeit. Ihr habt wirklich eine ganz tolle Arbeit gemacht. Ihr habt einen unterstützt. Die sind ausgefahren, die sind gerannt, die brauchen alle einen zweiten Doppler auf die Schuhe. Ja? Also in dieser Form, wo eine Bewegung wirklich entstanden ist, das habe ich bei einer Nationalratswahl noch nicht erlebt. Das war eine Bewegung, wie wir sie aus den Gemeinderatswahlen, aus den Landtagswahlen kennen. Und da wirklich ein herzliches Dankeschön. Bei allem Lob ist immer das Ergebnis entscheidend. Für ein gutes Wahlergebnis haben sich die Wahlhelfer extrem ins Zeug gelegt, um jeden Wähler zu erreichen. Begonnen hat es mit 20 Bezirksveranstaltungen, die wir in 9 Tagen abgespult haben, wo wir in jedem Bezirk waren, unsere Funktionäre informiert haben und ihnen auch das Material für die Wahl mitgegeben haben. Wir sind unterwegs mit 24 Konvois, die in ganz Niederösterreich sichtbar waren. 850.000 Sackerl wurden bei Hausbesuchen verteilt. Rund 400.000 Bürgerinnen und Bürger erreichten wir bei Verteilaktionen. Wir haben 400 Landschaftselemente aufgestellt und auch im letzten Mittwoch noch einen Aktionstag gemacht, nämlich eine Beiseltour, wo wir bei dieser Beiseltour, die größte Beiseltour, die Niederösterreich je gesehen hat, wirklich fast jedes Beisel in Niederösterreich besuchen konnten. Ich selbst war aktiv im westlichen Niederösterreich und habe 14 Wirtshäuser besucht. Und in den Gesprächen hat man schon gemerkt, es geht darum, um Sebastian Kurz wieder zu wählen. Und die Menschen haben wir gut überzeugen können, dass er der Richtige für Österreich ist. Das Ergebnis ist bekannt.